Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute Vormittag haben wir schon über den bundesrechtlichen Rahmen hier diskutiert. Jetzt beschließt der Landtag heute in zweiter Lesung dann die Anpassung des Landesrechts an die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Und bei allem Verständnis für die Fleißarbeit, die ja in diesem Gesetzentwurf ganz erkennbar steckt, finde ich, und das ist mir noch einmal wichtig, das auch zu Beginn der Debatte zu sagen, dass dieses Gesetzgebungsverfahren, was wir jetzt hier erlebt haben, eigentlich in keinster Weise diesem wichtigen Anliegen gerecht wird. Die Landesregierung hat ja erst 10 Monate nach Regierungsantritt den Gesetzentwurf hier ins Parlament eingebracht. Der Gesetzentwurf wurde dann im Eilverfahren hier im Landtag in den Ausschüssen beraten, jetzt heute hier beschlossen. Und ich glaube, man kann jetzt schon absehen, dass die Unsicherheiten, die bei der Umsetzung entstehen werden, auch einen Grund darin haben, dass es jetzt so hoppla hopp und schnell gemacht werden musste. Und ich glaube, es wäre eigentlich gut gewesen, man hätte sich für dieses wichtige Gesetzesvorhaben auch als Parlament mehr Zeit nehmen können. Inhaltlich ist es aber so, dass wir Grüne, das war jetzt im Verfahren, inhaltlich ist es so, dass wir Grüne 3 große Kritikpunkte an diesem Gesetzentwurf haben. Das erste ist, dass wir finden, dass dieser Gesetzentwurf von Schwarz-Gelb sehr ambitionslos gemacht worden ist. Das zweite ist, dass es die Datenschutzaufsicht und den Grundrechtsschutz schwächt. Und das dritte ist, dass es eben eine völlig unverhältnismäßige Ausweitung der Videobeobachtung ermöglicht. Und das finden wir falsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir ist noch mal eins sehr wichtig, auch zu Beginn hier meiner Rede zu sagen. Und zwar aus unserer Sicht ist die europäische Datenschutzreform wirklich ein Quantensprung für den Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Es ist nur leider so, dass die Landesregierung genau diesen Impuls eben nicht aufnimmt, sondern das Datenschutzniveau insgesamt deutlich abschwächt. Und das haben ja auch in der Anhörung zahlreiche Sachverständige so auch bestätigt. Die Datenschutzgrundverordnung, und daher, Gerlings, muss ich Ihnen ein Stück weit widersprechen, weil Sie gesagt haben, dass die Öffnungsklauseln und die Möglichkeiten der Landesgesetzgeber oder der nationalen Gesetzgeber nur sehr gering wären. Das stimmt ja so nicht ganz. Es gibt ja durchaus Öffnungsklauseln und Möglichkeiten für die nationalen Gesetzgeber, hier auch eigene Akzente zu setzen. Es ist nur so, dass die Landesregierung keine einzige dieser Öffnungsklauseln eben im Sinne des Datenschutzes nutzt, sondern im Gegenteil den Datenschutz verschlechtert und Freiheitsrechte einschränkt. Und das ist aus grüner Sicht ganz eindeutig falsch. Ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel auch gerne. Und zwar, was der Gesetzentwurf nicht aufnimmt, sind zum Beispiel konkrete Vorgaben zur datenschutzkonformen Systemgestaltung und zur datenschutzgerechten Voreinstellung. Das wäre möglich gewesen durch die Datenschutzreform. Das machen Sie nicht, das nehmen Sie nicht mit. Nee, Sie nehmen diese Chance nicht wahr. Und das ist eben ein Punkt, wo wir als Grüne sagen, daran kann man deutlich festmachen, dass Sie eben hier völlig ambitionslos an das Werk gegangen sind. Und das ist bedauerlich für den Datenschutz, für die Bürgerinnen und Bürger. Sie nutzen hier ganz eindeutig die Chancen, die sie gehabt hätten, eben nicht. Das Problem ist aber vor allen Dingen, und das ist noch schlimmer, dass sie konkrete es ist schlimm, wenn man sich sozusagen konkrete Konsequenzen des Datenschutzgesetzes anschaut. Es gibt eine erhebliche Schwächung der Datenschutzaufsicht. Und wenn man sieht, dass sie auf der einen Seite das Datenschutzniveau senken und gleichzeitig die Datenschutzaufsicht schwächen, da muss man sagen, dass sie hier eigentlich einen doppelten Raubbau vornehmen an den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger von Nordrhein-Westfalen. Es ist zum Beispiel so, dass die Datenschutzbeauftragte Befugnisse verliert. Sie darf künftig keine Berufsgeheimnisträger beim Datenschutz mehr kontrollieren. Aber gerade hier muss es doch eigentlich einen sehr hohen Anspruch an den Datenschutz geben. Und es gibt ja nicht wenig Fälle in der Praxis, wo zum Beispiel Patientenakten eben auch verschwinden oder offen rumliegen. Das berücksichtigen Sie hier überhaupt nicht. Sie schwächen den Datenschutz, und das halten wir für falsch. Und ein weiteres Beispiel ist auch noch mal das Thema Verfassungsschutz, wo ja Beschwerdewege beim Verfassungsschutz abgeschafft und verbaut werden. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussion, die wir hier hatten nach der Selbstenttarnung des NSU, wo, glaube ich, alle Fraktionen hier standen und gesagt haben, wir müssen es wieder schaffen, dass die Sicherheitsbehörden, der Verfassungsschutz, Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnt. Und genau das, also diese Möglichkeit, Vertrauen zurückzugewinnen, Beschwerdewege aufzuzeigen, genau das verbauen Sie hier. Und das finde ich auch als Konsequenz aus dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, finde ich falsch und halte ich für falsch. Es ist schade, dass Sie hier so vorgehen. Wir haben einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt. Ich hoffe, dass Sie sich dem vielleicht noch anschließen können.
Aber das für uns als Grüne vielleicht Schlimmste an diesem Gesetzentwurf ist der Paragraph 20, und zwar die Videoüberwachung. Aus unserer Sicht ist die Neuregelung, die Sie hier schaffen, völlig unverhältnismäßig und uferlos. Die aufgenommenen Überwachungszwecke sind viel zu weit gefasst und sie sind auch zu unbestimmt gefasst, um wirklich eine verfassungsgemäßige Grundlage darstellen zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns, dass diese Punkte auch noch mal rechtlich und vor Gericht geprüft werden müssen. Und im Übrigen ändert auch Ihr Änderungsantrag ja nicht wirklich was an dieser uferlosen Überwachungsmöglichkeit. Und insofern werden wir dem auch nicht zustimmen. Denn was Sie heute hier beschließen wollen, das wird zu erheblich mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum führen. Es wird zu Videoüberwachung in Parks und Freibädern, an Badeseen führen, auf Straßen, auf öffentlichen Plätzen. Dass hier zahllose, unbescholtene Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freiheit eingeschränkt werden, das finden wir unverhältnismäßig. Und deshalb werden wir diesen Punkt selbstverständlich auch ablehnen. Ja, das Fazit zu Ihrem Gesetzentwurf. Aus meiner Sicht ist es so, dass Schwarz-Gelb hier heute wirklich keine substanziellen Verbesserungen für den Datenschutz beschließen will. Im Gegenteil, ich finde, dass CDU und FDP eine wichtige Chance vergeben an diesem wirklich ja eigentlich sehr historischen Tag, wo man sagen muss, wir setzen die Datenschutzreform hier in Deutschland um, auch in Nordrhein-Westfalen, und es ist eigentlich historisch für den Datenschutz, eigentlich wäre es ein guter Tag gewesen. Leider vergeben Sie diese Chance, und das ist schade. Und auch aus unserer Sicht nochmal muss ich auch sagen, und da schließe ich mich auch der SPD an, dass die FDP das hier alles so mitmacht und alles durchwinkt. Tja, ich glaube, das hätte man eigentlich nach dem Polizeigesetz, was ja auch von der FDP mit im Kabinett beschlossen wurde, verwundert es vielleicht nicht mehr wirklich. Das macht es aber nicht wirklich besser. Im Gegenteil, hier wäre es wichtig gewesen, dass es auch im Kabinett eine wichtige bürgerrechtsfreundliche Korrektur gegeben hätte. Das ist nicht erfolgt. Das ist schade. Und aus dem Grund werden wir den Gesetzentwurf ablehnen.